willkommen zurück hier bei die Aerospace Online. Ich habe mich wieder neu eingedacht, wir sind wieder an der gleichen Stelle, wie wo ich gerade rausgeflogen bin. Oh, ich bin so gekommen. Unten drin, also ich glaube, das ist die Entschädigung dafür, dass die mich jetzt hier gerade hier so schön rausgeworfen haben. Ich muss mal anlegen. So, Lederriemen. Ja. Ha. Also nicht checken, ich glaube, ich kam von da hinten. Hier geht's weiter. So, hoppa. Machen wir jetzt. Super. Jetzt gibt es mir aber gerade richtig schön. Dann wir alle im Sinne, die Suppenfans hier zu sein, so viel Brühe, wie es hier gibt. Boah, guckt euch mal die Truhen an. Granatring. Da kann ich erstmal richtig Geld verdienen, wenn ich den gleich voll tick. Hier die ganzen Ringe. Eisenschreibaxt. Oh, das ist natürlich schade. Was nicht? Ach, da war eine Falle. Ach, nicht gesehen. Großschwert, Schlangenschleim, Dietrich, was ist das? Was ist das? Eisenschwert, also Streifen, Schaden 13, Schaden 13. Das ist schon ein bisschen besser, ne? Die Passage in Stücken ich war eigentlich nicht so, das waren nur so zwei Räume und das ist eigentlich so gut gewesen. Perfekt. Ich finde ja richtig coole Sachen hier, welche ich von Anfang an. Auf ein Gummibärchen, gerade ein paar Gummibärchen geholt. Da ist man schon wieder. Und noch mehr Kisten. Das ist ja wie bei Primark, so viel Auswahl und alles so günstig. Der Käfig des Propheten sollte direkt vor uns liegen. Schnell jetzt, wir haben nicht viel Zeit. Ja, ich bin schon mal vorbei. Komm, gleich nach. Ich muss noch hier looten. Die gute Nachricht ist, dass wir es in einem Stück bis hierher geschafft haben und der Prophet unverletzt zu sein scheint. Jetzt zur schlechten Nachricht. Es wird euch obliegen, für seine Sicherheit zu sorgen und ihn nach Tamriel zurückzubringen. Ich komme nicht mit euch. Ich hätte das wahrscheinlich schon vorher erwähnen sollen, aber es schien mir nie der passende Moment zu sein. Es gibt einen Trick beim Öffnen der Zelle. Was, der einzige Schluss? Weg für Gefangene, um sie zu verlassen, besteht darin, dass eine andere lebende Seele ihren Platz einnimmt. Ich muss mit dem Propheten den Platz tauschen. Platz tauschen! Glaubt mir, ich wünschte, den gäbe es. Aber ich sehe hier sonst niemanden mit einem schlagenden Herzen. Ihr vielleicht? Wenn Molag Bal nicht aufgehalten wird, wird er alles und jeden vernichten, den wir je geliebt haben.
Der Prophet hat euch nicht ohne Grund ausgewählt. Es gibt magische Schlösser zu beiden Seiten des Käfigs. Ihr müsst beide deaktivieren, damit wir den Austausch vornehmen können. Sobald das vollbracht ist, setzt ihr euch schleunigst in Bewegung. Der Prophet wird wissen, wohin es geht, aber er wird eure Augen und euren Schutz... Ja, ist so gut, ne? Gut, dann wollen wir den alten mal hochholen. Den Göttlichen sei Dank, ihr seid sicher. Zumindest das. Lyris hat alles geopfert, damit wir frei sein können. Ihr Opfer darf nicht umsonst sein. Ich wünschte, das wäre möglich. Aber ich verspreche euch, sobald wir aus Kalthafen entkommen, werden wir einen Weg finden, um sie gemeinsam zu retten, Entseelter. Das ist der Name, den ich euch gegeben habe. Ihr seid nur noch ein Nachklang eures ehemaligen Selbst. Ein Seelenloser. Ein leeres Gefäß, das danach verlangt, wieder gefüllt zu werden. Es ist, wie die Schriftrollen es vorhergesagt haben. Aber doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte. So hat man wohl begonnen, mich zu nennen. Mein wahrer Name ist verloren, selbst für mich. Jahre der Qual haben ihren Tribut gefordert. Schnell jetzt, wir müssen uns zum Anker sputen. Die Anker sind dädrische Werkzeuge von finsterer Zauberkraft. Ihre Ketten umschlingen unsere Welt und ziehen sie auf Kalthafen zu. Ich kann einen dieser Anker benutzen, um uns nach Tamriel zurückzubringen. Aber ihr müsst mich zu ihm führen. Okay, dann wollen wir mal zu diesem Anker. Komm, Alterchen. Nur keine Müdigkeit vorschützen. Macht auf die Tür. Der Meister. Ich bin das Gesicht des Schmerzes. Die Seelen der Verdammten sind meine Waffen. Ihr werdet Äonen des Leids erfahren. Der hier, Kind der Knochen. Was hat denn hier? Das ist ganz wichtig. Irgendwann ist hier so ein Dedra, so eine Dedra-Schüssel in der Beta. Das ist nämlich so ein riesiger Knochen. Dann war ich so im God-Mode in der Zeit, wo der Knochentyp da hier war. Dass man hier eigentlich nicht sterben konnte. Aber jetzt hat er ja hier der feine Prophet hier gar nichts unternommen. Einfach nur dumm geguckt und geschaut, wie wir aufs Maul kriegen. Naja, nicht schlimm. War ja kein Gegner.
Das Portal des dunklen Ankers befindet sich weit über uns. Ich werde einen Zauber vorbereiten, um uns hinaufzuheben. Aber zunächst müsst ihr euch auf Nirn einstimmen, um eure physische Form zurückzuerlangen. Hierfür werdet ihr eine Himmelsscherbe. Ein Stück ätherischer Magika, in der die Essenz Nirns schlummert. Manche sehen darin eine Verbindung zu Lorkhan, dem fehlenden Gott der Schöpfung. Wenn ihr ihre Kraft in euch aufnehmt, sollte so eure körperliche Gestalt wiederhergestellt werden. Ich werde eine dieser Scherben heraufbeschwören, damit ihr sie absorbieren könnt. Okay. Scherbe von Aetherius, kommt über uns und weiht uns mit eurem Segen. Da, schnell, nehmt die Himmelsscherbe. Natürlich. Großer Akathosh, Drachengott der Zeit. Deine Kinder sind verloren im Nebel zwischen den Welten. Sie flehen um Gnade. Erhöre meine Stimme, Akathosh. Ich brauche deine Stärke. Mache den Weg frei. Lasse diese wandernden Seelen nach Hause zurückkehren. Verweigert euch dem Willen Molag Bals. Beeilung, wir müssen jetzt gehen. Oh! Super! Ich wollte eigentlich cool reinspringen und E drücken, aber das hat er nicht genommen. Blöd gelaufen. Na gut, machen wir es auf die herkömmliche Art und Weise. Oh, Steinfälle, das sieht ja richtig gemütlich aus hier. Velotigebirge. Ich hätte gedacht, ich komme hier nach ins Nordreich, hier irgendwo bei Himmelsrand. Aber da sieht er echt eher aus nach Mittelerde, Mordor. Ja, das war jetzt so ein praktisches Tutorial gerade. Also für die, wo hier die ersten Videos von mir nicht gesehen haben, wo wir noch die Beta gespielt haben. Ja, das ist so der Anfang zum Einstimmen, zum Klarkommen von der Steuerung, zum Lernen, wie geht was, wo kriege ich wie, was und überhaupt und sowieso. Und jetzt fängt eigentlich so praktisch das richtige Spiel an mit, auf der großen, großen Weltkarte. Wenn es denn auch mal laden würde. Dauert ja schon wieder gefühlte Jahre. Na komm. Ja, ansonsten eine kurze Anekdote ein bisschen zum Erzählen. So, ja, ich habe jetzt in letzter Zeit relativ wenig Videos gemacht. Das hat auch einen Grund. Ich hatte, ich habe am rechten Arm ja eine gewisse, wie soll man sagen, Verletzung. Halt arbeitstechnisch bedingt ist mein Ellenbogen kaputt gewesen. Das habe ich jetzt erstmal korrigieren lassen. Und da das noch nicht genug ist, habe ich auch am Unterarm noch eine Verletzung, rechte Hand. Und das wird jetzt nächste Woche voraussichtlich am 30.10. korrigiert werden im Krankenhaus. Und ja, also öfters auch wirklich richtig Schmerzen im Arm gehabt, hier nach einem Tag von 8, 9, 10 Stunden Arbeit. Da wollte man halt abends absolut nicht mal einen Rechner sehen. Aber so ist das genau. Kommt her, wir müssen reden. Echt? Wie ich es befürchtet habe, sind wir an unterschiedlichen Orten angekommen. Ich bin an einem Ort voll brennender Asche und heißem Wind. Ich höre den Klang einer entfernten Schlacht. Doch das ist nicht von Belang. Ihr seid einmal mehr erwacht und wir müssen euch auf den rechten Weg bringen. Tage oder Wochen, ich weiß es nicht. Die Reise zwischen den Welten hat unser Gefühl für Raum und Zeit gestört. Ich weiß nur, dass ihr im Meer gelandet seid und dass euch irgendeine gütige Seele herausgefischt und wieder an Land gebracht hat. Ich fürchte, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich muss mich darauf konzentrieren, nach einem Weg zu suchen, Lyris ihr mutiges Opfer zu vergelten. Ich kann sie nicht einfach dem Zorn Molag Bals überlassen. Das kann ich nicht vorhersehen. Noch nicht. Doch wir werden uns wiedersehen. Es gibt noch vieles, das wir vollbringen müssen. Seid auf der Hut, Entseelter. Eure gesamte Existenzebene ist in Gefahr. Die Bedrohung durch Molag Bal legt sich über ganz Tamriel. Und
Chaos breitet sich in ihrem Schatten aus. Gefahren in vielerlei Gestalt machen das Land unsicher. Lasst euch bloß nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Ihr müsst euren eigenen Weg finden. Doch vielleicht gibt es einen Grund dafür, dass ihr euch hier wiederfandet, wo ihr gerade seid. Erforscht ihn. Sucht nach einer Sache, die ihr unterstützen könnt. Schließt euch anderen an. Vielleicht wollt ihr sogar jene aufsuchen, die euch aus dem Meer gefischt haben. Die Entscheidung liegt bei euch. Wir müssen uns diesen schweren Zeiten nicht ganz allein stellen. Viele werden sich erheben, um sich dieser Flut der Finsternis entgegenzustellen. Wohin ihr auch geht, werdet ihr anderen begegnen, die ebenso mutig und tapfer sind wie ihr. Helft ihnen, wenn ihr könnt, und nehmt ihre Hilfe an, wann immer ihr sie braucht. Ich weiß nur, dass ihr an einem kalten Strand auf einer entlegenen Insel angespült wurdet. Man hat euch seitdem in eine größere Stadt gebracht. Macht euch zu den Docks der Stadt auf. Dort werdet ihr jemanden finden, der die Insel kennt, von der ihr gekommen seid, und der auch weiß, wie ihr dorthin zurückkommt. In der Tat. Ich spüre, dass in diesem Augenblick ganz in eurer Nähe gute Leute in großer Gefahr schweben. Sie brauchen eure Unterstützung, so ihr denn bereit... Jojo, ist jetzt gut, ja. Ich hab's kapiert. Ich soll irgendwas mit denen machen. So. Oh, Hieb des Aufsehers. Ein Bogen. Catwells vergessene Robe. Was ist das? Fangen wir diese Rüstungsart. Leichte Rüstung. Nehmen wir doch mal alles mit hier. Das ziehen wir auch mal gleich an hier. Ja, passt jetzt wirklich vielleicht für meine Klasse, aber sei es drum. So, schauen wir mal, was gibt's denn hier alles? Bücher, Schnaps, Metalle. Oh, kulturell überlegender Plünderer. Jawoll. Da war uns acht. So, jetzt drehe ich auch mal Neuland, weil ich kenne das hier überhaupt gar nicht. Ah, es sieht aus, als ob ich hier bei den Dunkelelfen wohne. Hallo, Freund. Wir haben derzeit genug eigenen Ärger. Ah! Nun macht einem alten Mann doch nicht solcher Angst. Ich hatte schon gedacht, ihr atmet nicht mehr, als sie euch aus dem Wasser gezogen haben. Doch da steht ihr nun vor mir und seid bester Dinge. Ihr schuldet der Mannschaft aus Ödfels einiges. Eine Schande, dass sie niemanden gefunden haben, der ihnen helfen wollte. Jemand namens Rana braucht Hilfe auf Ödfels. Sie hat nach Freiwilligen gesucht, aber wir haben hier in Davons Wacht unsere eigenen Probleme. Keiner hat... Ich brauche eine Ruhepause. Was ist denn das da? Oh, da hinten liegt ein Buch. Meine Preise sind unschlagbar. Ich biete die feinsten Zutaten und Zusätze. So, verkaufen wir erstmal ein bisschen Kram. Das brauche ich fürs Ding. Das kann ich hergeben. Brauche ich nicht. Ich habe schon ein Großschwert. Benutzen. Köder zum Fischen. Sandalen brauche ich nicht. Dann kriege ich noch mal Verdiensten. Obwohl, das ist ja nichts wert für Krise. 126 Gold. Jo. Wir brauchen einen Vorteil in diesem Kampf. Erklärung,
Die Jungs hier, die sowas hier haben, die haben immer eine Quest für mich und die anderen... Ich bin Holgon, der Kommandant der Nord hier in Davons Wacht. Meine Leute sind das Rückgrat und der starke Arm des Ebenherzpakts. Ich habe viel Gutes über euch gehört. Wollen wir sehen, ob es auch wahr ist? Ich bin gerade vom Himmel gefallen und lag die ganze Zeit im Koma. Davons Wacht wird vom Bündnis angegriffen. Diese Teufel haben den nördlichen Bezirk bombardiert. Jetzt sind sie an Land und bereiten sich auf den Angriff vor. Ich brauche jede starke Hand für die bevorstehende Schlacht. Dann werdet ihr dort sein, wo ihr gebraucht werdet. Großmeister Tanval Induril befindet sich im Moment in einem Anwesen im Norden der Stadt. Er hat einen klugen Plan, aber er benötigt Hilfe. Folgt mir oder trefft mich dort. Eure Entscheidung. Ihr findet das Anwesen an der nördlichen Stadtmauer. Ich werde mit Tanval dort sein. Wer bist du? Hightech. Und du bist Paktsoldat. Zum Gruße. Was ist da los? Aha. Aha. Schreinarbeit. Ja, ich habe mir gar nicht Gedanken gemacht, was ich überhaupt für einen Beruf machen will. Aber ich vermute mal, dass ich mich hier auch im Schmiedehandwerk Grundlagen im Schmieden. Niemand hält seinen Schmiedeofen so heiß wie... Wir benutzen unsere Hämmer und einen Amboss, um Rüstungen und Waffen zu schmieden. Dafür braucht man eine Menge Metall. Wir durchkämmen die Berge und Höhlen auf der Suche nach seltenen Erzen für unsere Arbeit. Nur mit Rohmaterialien werdet ihr schnell an eure Grenzen stoßen. Ihr benötigt Lehrbücher der verschiedenen Stile und besondere Materialien für fortschrittlichere Ergebnisse. Darauf könnt ihr wetten. Ein echter Schmied kann seine Metalle lesen, um ihr Potenzial abzuschätzen. Während des Schmiedevorgangs müsst ihr eine Eigenschaft wählen, die am besten zu dem Gegenstand passt. Etwas Zusatzgewicht, eine extra scharfe Klinge, um nur einige Beispiele zu nennen. Nun, der Gegenstand kann noch verstärkt werden, indem ihr Härter verwendet. Diese können den Wert und die Qualität des Gegenstandes enorm erhöhen. Natürlich bergen lohnenswerte Unternehmungen immer ein gewisses Risiko. Beim Versuch, einen Gegenstand zu verbessern, könnt ihr ihn. Ja, tut sie nicht. Feuerstunden gefunden. Hallo. Hallo. Ich werde eine neue Klinge brauchen, ehe ich wieder ins Feld ziehe. Die drei mögen euch bewahren, Reisender. Die Kriegergilde. Seid ihr gekommen, um euch unserem gerechten Feldzug anzuschließen? Wir haben eine neue Gildenmeisterin und ein neues gemeinsames Ziel, an dem wir alle arbeiten. Warum unterhalten wir uns nicht einen Moment darüber? Gut, gut. Ich weiß, dass wir bald zusammen die Klingen zücken werden. Nun, was kann ich euch erzählen? Genau. Sieht alle Farben, hier ist unsere neue Gildenmeisterin. Sie lässt uns alle die Daedra und ihre dunklen Anker jagen. Ihr könntet sie vielleicht schon gesehen haben. Alles klar, verstehe. Riesige Ketten, die vom Himmel herabfallen. Dann brechen die Daedra in Scharen daraus hervor und verwüsten die gesamte Umgebung. Gildenmeister Jofnir ist vor kurzem sehr plötzlich verstorben. Wir dachten immer, er würde mit einer Klinge in der Hand sterben. Doch er wurde von seinen Ahnen im Schlaf nach Sovngarde gerufen. Wir vermissen ihn alle, aber Farben hat sich als fähige Anführerin erwiesen. Dann also willkommen in der Familie, als Kamerad der Kriegergilde. Geht da raus und kämpft gegen die Daedra. Sieht alle Farben selbst hat des Öfteren Aufgaben für neue Rekruten. Warum... Auf geht's. Moin. Grüße.
Seid ihr hier, um unsere geheimen Techniken zu erlernen? Ich muss euch warnen. Falls ihr ein Spion der Magiergilde seid, werde ich euch den Kopf abschlagen. Oh, bei Vivek, nein. Viele sind Mitglied in beiden Gilden. Ich nehme die Fingerwackler nur gerne auf die Schippe. Habt ihr schon mit dieser verkniffenen Vettel Eüne gesprochen? Sie sagt solche Sachen wie: Oh, wir haben so dunkle Geheimnisse. Wir stehen so weit über euch, wie ihr über den Schlammkrabben. Tja. Die Auswahl ist ja begrenzt bisher für mich. Ich kann mir das noch alles nicht leisten, bin auch noch zu klein. Aber später wird das dann interessant hier. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich den Axt nehme? Wenn die einfach zu Tode schlagen oder. Was? Streitaxt. Größe. Seid ihr hier, um unsere Garten. Jetzt bin ich so gespannt, ey. Ja. Da haben sie sich was gedacht bei. Das ist ja schon lustig. Ich hätte jetzt echt gedacht, vielleicht kann ich jetzt hier der Ollen das einfach wieder zurückverkaufen, um ein bisschen Geld zu machen, aber. Kann ich den Helm nehmen? Haube, jawohl. So, jetzt ich erstmal auf den Kopf. Kopfbedeckung. Oh, da ist noch ein Hut. Stimmt nämlich auch mit. Ganz schön mit. Stulpen. Hut. Dolch. Ich bin mir erst nicht sicher. Geh weg. Na, das sind die gleichen. Oh, das ist schon mal nicht schlecht. Eisen. Eisenschwert ist relativ ähnlich. So. Das letzte Abendlicht färbte das Land rot. Ich bin ein Soldat des Pakts. Ich habe die Pflicht, in bestmöglicher Verfassung zu bleiben. Sollen sich die Hochelfen... Niemand anders muss das auch. Sie können sich ruhig unzüchtig verhalten und sich mit Niedergeborenen und Barbaren abgeben. Doch ich bin höher, seid ihr, das zu hinterfragen. Ich habe aber Leute in Ödfels und im Ballfeuer. Wo wart ihr? Wenn sie zu schwach sind, sich selbst zu retten, dann verdienen sie es nicht zu atmen. Besudelt euch nicht selbst im Umgang. Nichts. Es bedeutet nichts. Ah, es war ein Grießkram, ey. Blablabla. Also hier unten ist eigentlich nur der Funzelmann. Und hier oben ist eigentlich nur ein bisschen Free-Loot hier. Dann gehen wir wieder runter. So, da ist noch die Gildenmeisterin. Sehe alle Farben. Da ist sie, sehe alle Farben. Kamerad, die Gilde hat einen ungewöhnlichen Kontrakt angenommen. Wir haben uns bereit erklärt, die dädrischen Anker auszumerzen, wenn sie vom Himmel niedergehen. Wo auch immer sie auftauchen, folgen ihnen alsbald Molag Bals Schergen. Zwei meiner Wächter untersuchen gerade den angeblichen Standort eines Ankers. Merik und Elef sind die Besten, die Gilde zu bieten hat. Trefft euch mit ihnen in den Hügel. Ich weiß, dass ihr den Flusslauf ändern werdet, Kamerad. Sie untersuchen die nahe Wildnis über der kargen Ebene. Ja, ist klar, ne? Ist der Wald hier reingeflogen? Da sind noch verschiedene Quests hier hinten, noch das so abgeben. Ich vermute mal, das ist jetzt hier noch so die Magiergilde und noch die Abenteuergilde. Vielleicht noch so ein, zwei normale Sachen. Ehre sei mit euch. Mein Name ist Naryl. Ich schätze, ihr seid neu hier und sucht etwas Arbeit. Dann ist es Schicksal, dass wir uns treffen. Ihr habt vielleicht vernommen, dass Steinfälle angegriffen wird. Das macht so manches ziemlich lukrativ. Wein zum Beispiel.
Wenn ich eine bestimmte Flasche hätte, wüsste ich da jemanden, der gut dafür bezahlt. Aber nicht doch. Beschaffen. Ein Nord, der hier eine Taverne betreibt, hortet eine Flasche Amaya-Tränen. Ich wollte sie ihm abkaufen, aber er will sie nicht verkaufen. Seien wir ehrlich, er wird sie sowieso nie trinken. Er würde es also gar nicht bemerken, wenn sie durch eine Kopie ersetzt würde. Ich wusste, ihr seid mutig. Gut. Oh, da hinten sind noch Quests noch übrig. Grüße. Oh, ganz viele Quests sogar sind hier übrig. Uiuiui. Der Wahnsinn. Guckt euch das an, wie viele Leute hier rumstehen. Wie viel Agonia. Verzeiht, ich führe diese Schuppenschwester durch die Stadt, bevor wir die Klingen für den Pakt erheben. Er ist ein Griesgram und hasst es, wenn Betrunkene in seiner Schenke singen. Anscheinend. Seid gegrüßt, Fremder. Lange Reise? Habt ihr schon etwas gegessen? Die großen, fiesen Ratten an den Docks schmecken wirklich gut. Eine Schande, dass der Barmann sie nicht mag. Ich weiß wir nicht. Wir sind Unerschrockene. Ja, hier ist die Kampfgilde hier. Bei den Göttlichen. Die Bedienung an diesem Ort wird jeden Tag hässlicher. Ha, ist das so? Wohlan denn. Klingt für mich, als ob ihr einer der Unerschrockenen werden könntet. Eine Liga gleichgesinnter Abenteurer. Jeder von uns strebt eifrigst nach Reichtum und Ruhm. Klingt das nach jemandem, den ihr kennt? Also seid ihr sicher? Verliese erkunden und gegen Monster kämpfen. Gut, aber das ist noch der leichte Teil. Der schwierige Teil ist, sich zu beweisen. Die Pilzgrotte scheint mir eine gute Prüfung zu sein. Irritiert mich gerade so ein bisschen. Normalerweise kam mir immer nach dem Absturz noch so ein kleines Vorgeplänkel, wo man immer bis Level 6 hat so ungefähr leveln können. Und jetzt sind wir gerade schon so weit, dass man eigentlich schon über Level 6 hinaus ist und schon in der größeren Stadt und hier anfängt, hier Kram zu machen. Willkommen im Fischgestand. Was kann ich euch bringen? Lasst die Finger davon! Willkommen im Fischgestank. Ihr scheint euch wirklich mit Wein auszukennen, um an diese Flasche zu kommen. Willkommen im Fischgestank. Ihr scheint euch wirklich mit Wein auszukennen, um an diese Flasche zu kommen. Was? Ich habe schwimmend eine ganze Flotte dieser Drecksäcke in die Flucht geschlagen. Was glaubt ihr, warum er mich der Fisch nennt? Ich mag es, wenn Walen singt, wisst ihr? Lass die Finger davon! Wie kriege ich jetzt die Flasche? Willkommen im Fischgestank. Was kann ich... Lass die Finger davon! Ich glaube, die Finger nicht davon lassen. Ich will es haben. Muss ich das in den Kopf verpacken oder was? Willkommen im Fischgestank. Was ihr scheint euch wirklich mit Wein auszukennen. Um an diese Flasche zu kommen, musste ich ein Dutzend... Was? Ich habe schwimmend ein... Lass die Finger davon! Nein, ich will sie haben. Wie komme ich an die Flasche ran? Wie komme ich an die Flasche ran? Sie in der Schenke freizulassen. Ah, alles klar, ich verstehe.
Größe denn dieser riesige Wanderräumel Oshi? Eisenfenster. So. Questgegenstände hier. Eingefangene Wanderratte benutzen. Wie kriege ich jetzt die Ratte hier benutzt? Ah, hier! So, geschafft. Puh. Die Docks. Kann ich irgendwo eine Quest abgeben? Du bist Liesel. Hab mich gerettet. War ich nicht schon in Ödfels? Interessant, interessant. Naja. Ich habe ja noch zwei Quests hier zum Abgeben. Ich war noch nicht bei der Magiergilde. So kann ich eigentlich auch noch hin. Sprecht mit Rana. Holgum. Liesel. Also ich bin jetzt auf jeden Fall wo ganz anders gelandet. Hier kaputt, Mann. Verträge und Kopfgelder. Plätze weiter und Gold abheben. Einlagern. Ich lagere erstmal alles ein. Brauchst du eh gerade nicht. Ich glaube, jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher, weil hier, das sieht jetzt wirklich so nach Noob Island aus. Und davor war ich ja in der großen Stadt und da fangen die Quests wahrscheinlich auch erst so ab 6 dann ungefähr an. Darum, ja. Würde ich jetzt erstmal hier kurzes Breakchen machen und dann geht's hier los mit, wenn ich mit der Rana gesprochen habe, dass ich dann mal auf die Erkundungstour und dann fangen wir mal wirklich mal mit Questen an. In diesem Sinne, bis denn dann, euer Ultak. Ciao, ciao.